Also erst möchte ich also gerne wissen, wie kommt es, dass Berlin die Hauptstadt dieser Alternative eigentlich geworden ist? Was denkt ihr? Ich meine, Berlin bietet sich aber auch deshalb an, weil es zwei große Universitäten hat und von daher und mit sehr viel ausländischen Studenten auch, sodass Berlin schon ein bisschen eine Weltstadt ist, ne? Wo sich die Kulturen auch treffen und durch die Wohnsituation hier in Kreuzberg, Wedding, sich Berlin auch ganz gut eignet für alternative Projekte. Ja, ich möchte gerne sagen, dass es auch wichtig ist, dass Berlin ist ja kein Teil der Bundesrepublik. Hier gibt es keinen Wehrdienst zum Beispiel. Deswegen hat man schon alternative Leute angezogen. Die sind numerisch, gibt es ganz viele davon. Ich als Gastprofessor an der FU zum Beispiel, ich spüre ja das unmittelbar unter den Studenten. So, mir scheint es, dass Berlin ist fast jetzt die kulturelle und intellektuelle Hauptstadt Europas und politisch am interessantesten. Genau diese Mischung von Politik, Kultur und das Intellektuelle, das findet man hier. Ja, und auf der anderen Seite, ich habe ja auch mal studiert, ne? Und ich habe also hier in dieser Stadt Möglichkeiten gesehen, wie ich ohne eine lange akademische Ausbildung oder ohne an der Uni weiter zu bleiben, noch aus meinem Leben was Sinnvolles machen kann. Ne? Also hier liegen die Möglichkeiten einfach eng beieinander. Das finde ich auch sehr wichtig. Ne? Könnte man auch vielleicht sagen, dass West-Berlin ist ein Insel. Ja. Und die alte Utopie-Tradition, ich denke zum Beispiel an Thomas Mordus, das war ja immer die Utopie als eine Insel, wo man an sich selbst sozusagen gezwungen ist, etwas zu tun. Also man muss ja etwas tun. Man kann zum Beispiel während des Wochenendes nicht ganz einfach wegfahren. Deswegen finde ich zum Beispiel das Samstags- und Sonntagsleben in Berlin so reich. Die Hauskonzerte, alle die alternative Sachen, die vor sich gehen. Weil die nicht weg können, meinst du ja. Genau, das bürgerliche Leben ist ja jetzt schon, dass genau jede Familie in einem kleinen Wagen ist dann weg. Und das ganz einfach nicht. Es ist nicht so einfach, das zu tun. Auch man sieht auch von der Regierungsseite her, alle Forschungsinstitute, sozialen Forschungsinstitute, die Zentralen, sind alle in Berlin. Genau. Eine kulturelle Hauptstadt, eine intellektuelle Hauptstadt zu machen. Und mit einem gewissen Erfolg, muss ich sagen. Und man kann von Berlin immer abchecken, wie die Regierung in der Bundesrepublik wird. Als hier in Berlin die Regierung gewechselt hat von der SPD zur CDU, haben wir gesagt, ach, jetzt ist logisch, jetzt ist das hier ausprobiert, jetzt ist demnächst in Bonn CDU-Regierung. Genau, es fängt hier an. Ian Scheller, das möchte ich auch ein bisschen besprechen über die Zukunft. Was glaubt ihr, wie kann das weitergehen, wie will das weitergehen? Hast du eine... Nein, ich weiß nicht ganz. Also ich bin selbstverständlich ganz überzeugt, dass die kapitalistische Gesellschaft wird das nicht erlauben. Wenn es sich weiter verbreitet. Wenn es sich wirklich sehr viel weiter verbreitet. Auf der anderen Seite ist die konservative Gesellschaft auch selbstverständlich daran interessiert, dass man nicht so viele Sozialspenden hat. Und man sieht die Wohnschaftsgemeinschaften, die Wohngemeinschaften zum Beispiel als eine Lösung. Dass hier gibt es ein gewisses Kollektiv-Zusammenleben, sehr wichtig, man unterstützt sich. Es ist ja nicht Selbsthilfe im konservativen, egoistischen Sinne, sondern im kollektiven Sinne. Und die Konservativen haben vielleicht geglaubt, man könnte damit Sozialspenden sparen. Ja, so, deswegen gibt es diese Zweifel. Ich sehe es so, dass wenn die ökonomische Krise in den Abendländern sich weiter verbreitet, ist es eine Notwendigkeit, solche Gemeinschaften zu haben. Es ist ganz einfach eine dringende Notwendigkeit. Und dass die Leute, die hier leben, zum Beispiel in Ufergelände, sind Pioniere für eine neue Zeit. In diesem Sinne. Damit habe ich nicht gesagt, dass ich glaube, dass eine gute Gesellschaft wäre, eine Gesellschaft, wo alles Ufergelände ist. Das wäre vielleicht zum Beispiel so monoton. Ja, man darf sich da auch keine Illusionen geben. Also es kommen zwar unheimlich viele Leute hierher, die finden das auch erstmal alles unheimlich schön und sind begeistert, aber letztendlich sind sehr wenige dazu bereit, ihr Leben auch so zu ändern und so leben zu wollen. Also die meisten, die hierher kommen, denen schmeckt halt unser Brot gut und die finden unseren Zirkus schön und die staunen darüber, dass man halt mit 70 Leuten in einer Gemeinschaft leben kann und eine gemeinsame Kasse hat. Aber sie können sich für sich selber das im Moment noch gar nicht vorstellen. Ne? Eins ist klar, wenn die Leute so leben würden wie wir, wäre es friedlich auch.